Hallo Freunde, heute möchte ich euch zeigen, wie ich meine japanischen Messer wieder scharf kriege, wie ich sie schleife, und ich mache das Ganze über 3 Schleifsteine und das möchte ich euch jetzt zeigen. Genau, schaut zu, macht's nach und ich hoffe, ihr habt allseits scharfe Messer. Viel Spaß! Also Freunde, als erstes habe ich hier 3 verschiedene Schleifsteine. Und zwar sind es 3 verschiedene Körnungen, die natürlich essentiell sind, um ein scharfes Messer am Ende dann zu bekommen. Und zwar habe ich hier für den Anfang als erstes mal eine Körnung mit ungefähr 800 und steigern uns dann natürlich über eine 3000er Körnung bis hin zur 8000er Körnung. Die 8000er Körnung verwende ich zum Ende, um ganz einfach die Messer nochmal zu polieren. Aber bevor wir anfangen, sollten wir die Schleifsteine erstmal für ca. 15 Minuten in Wasser baden lassen. Also erstmal hier ganz entspannt rein damit. Schön bedeckt. Zwischendurch mal einen Messerwechsel. Und wenn er merkt, dass hier Flüssigkeit fehlt, dann gibt er einfach wieder ein bisschen Wasser drauf. So, jetzt nehmen wir mal die nächste Stufe und nehmen die nächste Körnung, also den nächsten Stein. Das heißt, den auch dann wieder im Wasser einweichen und ich nehme jetzt hier eine 3000er Körnung. So, wichtig ist natürlich auch, dass ihr diesen Gummi halt hier unter eurem Stein habt, damit er im Endeffekt nicht wegrutscht und ihr optimal mit dem Messer über den Stein gleiten könnt. So, wieder ein bisschen trotzdem nass machen den Stein und dann geht's weiter. Wichtig ist natürlich auch, darauf aufzupassen, dass ihr nicht allzu viel Druck auf das Messer gebt, sondern ganz einfach das Messer wirklich mit Gefühl über den Stein gleiten lasst. Das ist wichtig und essentiell. So Freunde, jetzt kommt der letzte Stein ins Spiel und zwar geht es jetzt nochmal um das Polieren der Schneide. Genau, und dann machen wir den Test. So, weiter geht es jetzt in der 8000er Körnung und immer das Intervall einhalten.
So Freunde, jetzt sind wir soweit dran, spülen alles wieder ordentlich ab. Also, nachdem das Messer jetzt nun im letzten Schritt poliert wurde, wird es nochmal lauwarm abgewaschen, gut abgetrocknet und jetzt machen wir den Test. Und zwar, am besten merkt man natürlich, wie scharf ein Messer ist an einer Tomate. Die Tomate hat natürlich eine Haut und wenn die Tomate schon etwas weicher ist, wisst ihr selber, dann macht ihr immer nur mit Druck und drückt im Endeffekt aus der Tomate das Wasser raus und mit einem stumpfen Messer macht es tatsächlich wirklich keinen Spaß. Also schauen wir mal, was unser Messerschleifen gebracht hat. So, nehmen wir erstmal das erste und das machen wir wie folgt. Und zwar nehmt euch das Messer, die Tomate und dann ohne Druck, ja? Zieht ihr das Messer einfach nur einmal zu euch. Nochmal. Ohne Druck das Messer einfach zu euch. Probieren es noch bei einer ganzen Tomate. Ohne Druck einfach zu dir ziehen. Nehmen wir das andere Messer nochmal. Na, je schwerer, umso einfacher geht es natürlich auch. Und das macht Spaß, mit den Messern halt dann zu schneiden. Also hier. Was natürlich zu beachten, unsere Tomate hat natürlich auch eine gewisse Säure oder überhaupt Säuren. Tut natürlich unserem Messer, dem Messerstahl, nicht gut. Deswegen immer hinterher mit klarem Wasser abspülen und wieder dementsprechend abtrocknen. Dabei ist natürlich auch wichtig, unsere Messer, wie wir die lagern. Und da kann ich folgende Empfehlung aussprechen. Macht es nicht unbedingt in der Schublade bei euch, in der Messerschublade, sondern nehmt euch einfach einen ordentlichen Messerblock und steckt euch die Messer da rein oder einen Messermagneten an der Wand, der ist auch sensationell, um eure Messer halt in der Hinsicht zu schonen. Freunde, ich hoffe, ich konnte euch zeigen, wie ihr eure Messer in Zukunft schärfen werdet. Ansonsten schafft es natürlich zum Schleifer, aber ich bin der Meinung, ein gutes japanisches Messer darf auch gern von eigener Hand geschliffen werden. Ihr Lieben, wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann abonniert gern meinen Kanal. Ich würde mich freuen, wenn von euch der Daumen hoch kommt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Rizzo ist raus. Macht's gut und tschüss.